Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origins. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und jetzt viel Spaß. Und da sind wir wieder und da läuft gerade Cäsar an uns vorbei. Wir haben in der letzten Folge mit Foxy das zusammen die ptolemäische Flotte auseinandergenommen und danach noch Kleopatra mit Cäsar zusammengeführt. Und heute spielen wir mit Aya und wir sollen den Eingang zum Grab erreichen. Ist sie da drin? Kann ich den da drinnen finden? Nein. Da ist Kleopatra. Sprechen die jetzt miteinander? Können wir gerade mal warten, ob die irgendwas... Habe ich dir von dem Poeten Catullus erzählt? Das glaube ich nicht. Noch so ein Hund, der mich in seinen Versen erwähnt hat. Ich bemühe mich nicht, dir gefallen zu wollen, Cäsar. Noch interessiert es mich, ob deine Haut hellweiß oder dunkel ist. Unverschämter Kerl. Platon hat recht mit seiner Abneigung gegen Poeten. Ja, so schön ihre Worte auch klingen. Sie sind nicht besser als Küchenschaben. Ärgerlich, aber leicht zu bewältigen. Naja, ist nicht so wichtig, glaube ich. Und wie hast du diesen bewältigt? Wir schauen mal, wo wir den Eingang finden. Ich lud ihn zu Wein und Essen in mein Haus ein. Ach Leute, guckt mal. Hier hinten gehen einfach die Treppen runter. Das ist richtig erbärmlich und ich suche als draußen. Ach Leute, hier geht's einfach runter. Das ist eine Sackgasse, meine Herrin. Ich sehe selber nach, nur für den Fall. Wirklich? Du beleidigst unsere Arbeit. Wir haben alles versucht. Ihr seid auch schwach. Das bezweifle ich. Ihr seid auch doof. Vor allem. Okay, wir schauen mal hier. Hier ist bröckelig. Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie aussieht. Ja, sieht die denn stabil aus? Es muss einen Weg geben. Herum. Also die sieht jetzt hier nicht gerade stabil aus eigentlich, so wie die da bröckelt. Aber gut. Was ist das? Zerbrochene Speere. Diese Römer haben wirklich alles versucht. Ja, wow. Mit Speeren auf die Tür eingehauen. Das war alles versucht. Sie hatten recht. Dieser Weg ist wirklich versperrt. Ach jo. Das Erdbeben hat wohl die Struktur verändert. Das sieht aus wie so ein Schloss, was man jetzt irgendwie besonders knacken muss. Wie so ein Safe. Die drei Sachen haben wir abgeschlossen. Kann ich da mal zwischenhauen? Moment, ich hau einfach mal in die Wand rein. Das klappt sogar, Leute. Cool. Ach, Bayek ist auch da. Von Siva. Damals waren wir auch kleiner. Okay, jetzt sind wir zusammen hier drin. Oder? Ja, doch. Cool. Er hält für uns die Fackel. Nicht schlecht. So. Ja, er rutscht da schon mal durch, aber ich möchte gerade mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Bei dem ist nicht so, oder? Nee. Okay, wir gehen auch weiter. Wohin jetzt, meine Liebe? Erstmal das kaputt machen. Und dann gehen wir da runter. Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades. Dann nicht, dann möchte ich erstmal hier gucken, aber hier komme ich nicht. Nach dir, Aya. Die hat voll coole Klingen, das geht richtig ab mit der. Schätze? Wo sind Schätze? Okay, es geht nicht. Es geht nur hier weiter. Dann gehen wir ja auch hier mal weiter. Und dann müssen wir ins Wasser. Wie ich das richtig sehe. Woanders kommen wir nicht mehr lang. Okay, auf geht's. Dann wollen wir mal tauchen. Kommst du auch? Er möchte nicht. Total ungewohnt, dass wir jetzt als Aya spielen irgendwie. Wird aber, denke ich, nicht so lange gehen. Ach, da unten. Na komm. Beeil dich, Aya. Oh. Richtig fetter Tempel hier unter Wasser. Also ist ja kein Tempel. Das sind ja die Tunnel. Abwassertunnel. Geht's da weiter? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal, das ist hier richtig. Bin ich auf jeden Fall wieder an der Luft. Ist schon mal gut. Okay, sieht nicht schlecht aus. Wir gehen mal hier weiter.
Ich hoffe, das ist richtig. Das sind noch weitere Schätze, ein paar Drachme. Obwohl ich das eigentlich, oder das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, das aufzuheben, denn mit Aya spielen wir ja nicht extrem lange. Aber ich mach's einfach aus Prinzip. Ich glaube, wir sind richtig. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Alter Schwede, der ist ganz schön groß. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Genau. Unglaublich. Allerdings. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Mache ich. Versprochen. Diese Zeichen hier unten, sie handeln von Siva. Warum das? Das Gewölbe. Und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume. Und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König, König zu Gott. Okay. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Diese Gemälde an der Wand. Mhm. Wir lassen die Leute mal rein, öffnen das Tor. Okay, da oben ist das Tor. Aber hier können wir noch Sachen mitnehmen. Ja, wart's ab. Ich muss hier erstmal die Drachmale einsammeln, bevor ihr reinkommt. Das sind nämlich alles meine. So. Da sind auch noch welche. Das könnte ich den alten Römern nicht, dass die hier noch die Drachmale einsammeln. Jetzt wart's doch ab da oben, Mann. Ich komm doch schon. Ja, das sind die drei Herrschaften. Rex Immortalis. Der gute alte Cäsar. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Überhaupt nichts. Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Na dann. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Cäsar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mal gucken. Mein Cäsar. Unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Oh oh. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Oh ja, das machen wir. Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden. Ja, moin. Gut, dann wollen wir mal uns mal aufmachen. Garnison aufzunehmen wird nicht leicht. Rette Cäsars Boten. Gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gern an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Alles klar, wir machen uns mal auf in Richtung Boten. Und dann sehen wir uns da. Da vorne ist die Garnison, die kennen wir schon zu gut. Die haben wir mit Bayek auch schon besucht. Und da müssen wir jetzt schon wieder rein. Da vorne ist die erste Wache. Rette Cäsars Boten, okay. Sie greifen an, wenn sie uns sehen. Ja, das stimmt allerdings. Da oben war eine Wache, genau. Da ist auch eine Wache. Das heißt, wir müssen sehr lautlos bleiben und hin und her schleichen. Hat die Giftpfeile? Nein. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Ja, dann sieh dich mal vor und zurück und links und rechts. Oh. Nix. Gar nix. Das war sehr knapp. Wo ist Bayek hin?
Ist er nicht mitgekommen? Naja, gut. Wir probieren es trotzdem so mal alleine. Perfekt, das Stickerchen haben wir auch weg. Den trage ich gerade mal. Damit das kein anderer sieht. So, den legen wir mal hier hin. So, die ersten beiden haben wir schon mal besiegt. Okay. Oh, da ist jemand. Ich warte gerade mal hier an der Kante. Oh. Ist das Bayek? Ne, das ist irgendein anderer. Ich habe, glaube ich, gerade jemanden gehört, der noch hier in der Nähe rumgesprungen ist. Kann das sein? Was haben wir jetzt hier bekommen? Okay, wir haben die kurzen Schwerter. Wo sind denn die Leute? Hier sind doch irgendwo welche. Die höre ich doch als. Ist jetzt tatsächlich Bayek. Alter Schwede, der holt dir die ganze Akro auf sich. Was tut er da? Fuck it. Der hat uns jetzt gesehen. Das ist schlecht. Na komm. Okay, den haben wir. Oh, jetzt haben die... Oh, die sind aggro auf uns. Scheiße. Schnell weg hier. Rettet den Boten. Okay, wir sind da. Da vorne ist der Eingang. Oh. Oh. Oh, oh. Ich sehe gerade nichts, aber ich hau einfach zu. Okay, da ist der Bote. Kann mich jemand einfach töten? Bringt es endlich zu. Nee, ich helfe dir doch. Ich komme, um dich zu retten. Genau. Wir interagieren mit ihm. Okay. Oh, das ist ganz schön übel zugerichtet. Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht überraten! Oh. Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht, der Schakal. Ist sinnlos. Septimius. Der Skorpion. Potinus. So, Potinius. Und die Königin in die Falle locken. Ach du Heilige. Dann sagten sie gingen nach. Wohin? Wohin? Wohin genau? Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar. Okay, der Skorpion. Jetzt kann ich ihn hochheben. Oh, toll. Na super. Jetzt geht's. Okay, dann wollen wir ihn mal wegtragen, den Kerle. Ich gehe ja gerade mal über die Mauer. Steht hier unten unser Pferd noch? Komme ich mit dem hier runter? Ah, da ist die Treppe. Ja, ich gehe doch nur hier runter. Alles gut, Spiel, keine Sorge. Okay, wo ist Bayek hin? Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Okay, wir brauchen ein Pferd. Da kommt's auch schon. Na komm. Hin draufladen und ab geht's. So. Schnell zurück. Wir haben ihn endlich befreit. Sehr schön. Ja, ich kann hier nicht schneller laufen gerade. Na komm, gib Gas, Mann. Jetzt auch noch Römer? Welche Invasionsarmee kommt denn als nächstes? Die Perser nochmal. Die waren ja vorher schon mal dran, aber die sind jetzt wieder dran. Ich gehe zum Serapeum. Okay, wir sind da. Was geht hier ab? Warum schubsen die alle sich? Ihr habt loyale Männer, Caesar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos Licht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Caesar. Ich erteile den Befehl. Okay. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten.
Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Der wäre? Legt dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun, lasst die Schlacht toben. Okay, auf geht's. Aya, wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Okay. Wir sollen ihn ausschalten. Alter Schwede. Hier brennt ja alles. Wir setzen unsere Königin auf den Thron. Du bist die Einzige, die einen Thron verdient. Gib mir das Pulver. Caesar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu. Beweis ihm das Gegenteil, Liebste. Spielen wir jetzt weiter mit Aya? Scheint so, denke ich mal. Ja. Auf geht's, dann wollen wir mal. Dieses Gebiet wird streng. Nein. Oh. Ja, das glaube ich, dass das streng wird. Junge, ich will auf den Stab. Genau so. Das Pharos ist also dieser Leuchtturm. Alter, wie das hier alles fackelt. Oh nein. Wow. Danke, Spiel. Weil ich einen Millimeter nach links gedrückt habe. Warum ist das jetzt gerade so feinfühlig gewesen? Ich habe genau in die Richtung gedrückt. Ich verstehe es nicht genau, warum das nicht klappen wollte. Ja, genau, alles klar. Okay. Über den Mast oder die Mäste von den Schiffen, die gerade am Abfackeln sind. Ich denke mal, die brechen auch bald zusammen. Deswegen müssen wir uns vielleicht ein bisschen mehr beeilen. Na komm, okay. Oh nein, was passiert? Ach, jetzt stirbt sie nicht. Okay, aber eben, wo ich runtergefallen bin, da war es natürlich nicht gut. Boah, wie krass sieht das denn aus? Hallo, Fischi. Die Unterwasserwelt ist auch schon geil inszeniert, finde ich. Ist alles sehr, sehr cool gemacht. Hier liegen ganz viele Soldaten. Hier ist schon einiges passiert. Der chillt noch ein bisschen. Okay. Aber genau, wir sollen ja auf die Spitze. Da ist kein Ptolemäus. Gut, dann wollen wir mal da hochkraxeln. Oh, hier sind Soldaten, Leute. Ich bin jetzt gerade mal in den Turm reingegangen durch ein Fenster. Hey, ich bin keine Lotus. Ich bin nicht klein. Hey, nicht so vorlaut. Nicht so. Echt mal. Meine arme Klinge, die ist ganz gekränkt. Aua, ich sehe gerade gar nichts. Ich komme nicht durch. Der hat in. Genau, Alter. So, jetzt habe ich den mal ordentlich zugesetzt. Aua, jetzt setzen die mir auch ordentlich zu. So, jetzt ist er weg. Der Kerle da. So, du bist ein bisschen langsam, würde ich sagen. Ciao. Du vorlautes Stück. Ja gut, dann geht's weiter. Kommen wahrscheinlich noch ein paar neue, mehr Soldaten. Boah, mir wird ganz schlecht. Ah, jetzt sind wir oben. Oder auch nicht. Muss wahrscheinlich wieder rausgehen, gehe ich mal von aus. Alter, geh doch da aus dem Fenster raus. Danke. Aya ist nicht so gut im Klettern. Die kann den Doppelsprung nicht machen, wie Bayek zum Beispiel. Deshalb kam ich an der Außenhöhle nicht so schnell vorbei. Ui. Ich wusste doch, dass ein Skarab
Boah. Die ganze Säule zerdeppert. Wer ist das? Der Wächter. Ja, klar. Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich ja. Wieder so einer mit so einem... Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Alter, ich bin am Ausweichen und er... Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. Lass mich in Ruhe. Und drauf. Ja, genau. Oh, weg hier, weg hier. Boah, das war knapp. Und drauf. Ah ja, genau. Was ist denn jetzt los? Richtig am Ausrasten. Komm. Jawohl. Er hat nicht allzu viel Leben, das ist schon mal ganz gut. Er kann zwar sehr gut austeilen, aber nicht gut einstecken. Alter. Mit so einem Fleischerhammer. Ja, ausgewichen, komm. Der wird immer so weggebounced, wenn ich den schlage. Ist irgendwie doof. Ups, am Gesicht vorbei. Das war knapp. Das war auch knapp. Alter, ich kann das fast nicht ausweichen. Komm her, er hat nicht mehr so viel. Das geht eigentlich ganz gut. Jo, genau. Und? Nein, hat mich getroffen. Alter, was macht er jetzt? Wow. Das schmeißt ja einfach 5 Meter weg. Perfekt. Und drauf da. Komm. Ja. So, was machst du jetzt? Du Blödmann. Entzünde das Pharos. Vergiften. Schön. Bringt mir jetzt auch nichts mehr, da er tot ist. Aber gut. Wir entzünden das Pharos. Na komm. Okay, weiter geht's. Die Treppen hoch. Mein Gott, wie lange klettern wir denn noch hier hoch? Das ist ja ein Endlosturm. Ist ja der Wahnsinn. Wow, ist das hoch hier. Der Wind ist ganz schön hier am Wehen. Das ist eine steife Brise, würde ich sagen. Damit, wenn wir schon mal hier oben sind, können wir eigentlich auch den Aussichtspunkt mal freischalten. Ich weiß nicht, ob das auch für Bayek zählt, wenn wir Bayek wieder spielen. Gucken wir mal. Was für eine Aussicht. Der Turm ist schon verdammt hoch. Also, dass sie sowas überhaupt hinbekommen haben zu der Zeit. Ohne Kräne und so weiter. Also, nicht die Kräne, die wir heute kennen. So, da ist das Feuer. Es ist auch schon entzündet. Das ging eigentlich ganz einfach. Aua. Alter. Der hat's drauf. Hä, hey, was ist denn jetzt los? Ach, jetzt spielen wir wieder Bayek. Ptolemäus Männer brechen durch. Nein. Wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Cäsar. Echt mal. Wart's ab, Jungen. Es klappt schon. Wow. Alle erjagter Est. Komm, wir ziehen auf das Schlachtfeld. Mechai, decke den Rückzug. Viele haben an Eier gezweifelt und alle sind durch ihre Klinge gefallen. Hey, hey. Okay, jetzt geht's weiter mit Bayek und dem Cäsar. Jetzt sind wir auf dem Streitwagen. Alter, wie geil ist das? Geht aus dem Weg. Verteidige Cäsar. Halt dich fest. Wow. Kann ich hier auch schlagen? Nee, ich kann nur... Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot. Konzentriert euch aufs Lenken. Ich halte sie auf Abstand. Ja, wie denn? Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Was ist jetzt? Ach. Geh weg da. Da sind viele von denen hinter uns. Okay, hinter uns. Ja, cool. Eine Verfolgungsjagd. Komm. Bäm, voll ins Gesicht, Alter. Ja, ich bin noch dabei. Das ist ja hier richtig GTA-Manier. Voll cool. Bam. Wir sind umzingelt. Ja, keine Sorge. Ich arbeite daran. Dann arbeite schneller. Ja, mach ich doch. Ich
gib mir Mühe auf jeden Fall, komm. Hinter uns! Der Wagen holt auf! Okay, den haben wir schon mal. Ich höre das noch mehr aufholen! Alter, wie viele Leute sind das denn? Ich schieße so schnell ich kann, Römer. Okay. Oh, ein Kriegselefant durch. Ist das jetzt. Das ist doch der von Caesar, ne? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Da kommt er echt. Ach, das Scheiße. Ich dachte, das. Wir müssen kämpfen. Haltet euch bereit, Caesar. Das wird schlimmer als. Och, nö. So schlimm kann es nicht sein. Es ist Osiris persönlich. Ich schieß ihn als ab, aber es. Pfeile machen ihn nur noch wütender. Den Wagen ruhig halten. Ich kann den Typ da oben nicht abschießen. Ich kann den da oben. Ich habe eine Idee. Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los. Hä? Ach so, Speere. Okay, dann werfe ich mal Speere nach ihm. Am besten ins Auge, oder? Ups. Tut mir leid, Elefant, aber du willst mich umbringen, von daher. Okay. Alter, was für eine Verfolgungsjagd. Das ist schlecht. Was passiert jetzt? Oh. Und? Oh, voll ins Auge. Alles klar. Jawoll. Der beste Freund von Caesar. Und von Kleopatra. Also besser geht's doch gar nicht. Nil-Delta, 3 Tage später. Die Schlacht tobt immer noch. Und Caesar ist mittendrin. Was ich eigentlich nicht glaube, dass das in der Realität so war, oder? Dass er jetzt großartig an Kämpfen teilgenommen hat. Spekulatores. Die essen gerne Spekulatius. Jo, Alter. Okay, töte Potinos. Das machen wir aber in der nächsten Folge, Leute. Tut mir leid für den Cliffhanger, aber sonst wird die Folge wieder extrem lang. Deswegen würde ich sagen, machen wir mit dem Kampf in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.